So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße ganz herzlich die Zuhörer von Radio 1Live und ganz herzlich auch die Zuschauer von 1 Festival. Das WDR-Fernsehen wird etwa 12 Minuten später dazukommen. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Wettergeschichten. Ich möchte gerne mit euch über dramatische Ereignisse mit dramatischen Wettervorgängen oder wegen dramatischer Wettervorgänge mit euch reden. Also, was habt ihr schon wegen des Wetters erlebt? Vielleicht einen schweren Unfall wegen Blitzeis. Vielleicht seid ihr selbst einmal vom Blitz getroffen worden. Oder ihr wart verschüttet in einer Schneelawine. Oder ihr habt irgendetwas Schlimmes erlebt mit Sturmfluten. Wie auch immer. Das Thema heute Nacht heißt Wettergeschichten. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht, das ist Slatka. Ist das ein Anrufer oder eine Anruferin? Hallo? Hallo, ja, eine Anruferin. Eine Anruferin. Ich hatte es ausgesprochen und schon dachte ich mir, das ist bestimmt eine Anruferin. Ja, ist aus dem Kroatischen der Name. Aha, aus dem Kroatischen. Liebe Slatka, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie geht's dir erstmal? Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, wissens. Ja, und zwar, dann komme ich direkt mal zu meiner Geschichte. Bitte. Ja, das war so Ende der Sommerferien, also kann man schon so sagen, herbstmäßig, das Wetter. Und ich habe mich beschlossen, mit meinen Freunden so einfach mal zu zelten. Mhm. Ja, wir haben dann direkt am Kanal in Gelsenkirchen-Bur gezeltet. Mhm. Und das war auch eher gesagt so abgelegen in der Nähe vom Wald. Mhm. Ja, wir haben gegrillt, viel Spaß gehabt und so. Ja, und mitten in der Nacht, wir waren schon halb so am Schlafen, fing es auf einmal plötzlich an zu regnen und wir haben gedacht erstmal, was ist denn jetzt los? Wir haben Zelt aufgemacht und da waren richtig dicke Hagelkörner. Oh. Ja, und zu allem Überfluss fing es dann auch noch an zu blitzen und wir haben uns gedacht, wir bleiben keine Minute länger im Zelt, haben dann aber alles abgebaut aus Panik, alles zusammen schnell gesteckt und so und sind dann einfach geradeaus durch den Wald durchgerannt mit Blitz und Donner, unsere Haare, unsere Klamotten, war alles nass. Wir hatten so eine große Angst, ja. Ach. Und dann haben wir dann halt in der Nacht dann noch bei meiner Freundin übernachtet, die mittlerweile eine Stunde entfernt wohnte. Na, ihr macht ja Sachen. Ja. Also eigentlich war es ja, gar nicht so dramatisch. Ihr hättet einfach im Zelt bleiben können. Und schon wäre es gut gewesen, ne? Vielleicht wäre es vielleicht ein bisschen feucht geworden, vielleicht aber auch nicht. Die Zelte heutzutage sind ja ziemlich gut isoliert. Mhm. Aber ihr wart Angsthasen. Ja, wir waren Angsthasen. Und seit Mädels, ne? Wie viele Mädels wart ihr? Vier Mädels. Ja. In dunkler Nacht, bei Blitz und Donner. Ja. Und Hagelschlag. Aber das überhaupt war total, das war total komisch. Also am Tag, wir haben uns überhaupt nicht in der Wettervorhersage gehalten. Ja. Und am Tag war noch richtig schön Sonne und dann mitten in der Nacht plötzlich auf einmal aus heiterem Himmel. Was wird erst sein, wenn du mal eine Expedition durch den Urwald machst? Ja, das zum Beispiel. Ich auch nicht. Ich glaube, ich würde rein rausrennen. Also, eine kleine Wettergeschichte, die bei euch aber dafür große Aufregung gesorgt hat. Ja. Und ihr habt aber alles mitgenommen. Ihr habt nicht irgendwas liegen lassen in der Panik, ihr habt es mitgenommen. Also, ich weiß es nicht. Also, hinterher, wir hatten eigentlich noch alles. Vielleicht haben wir ein paar Dübel vom Zelt dann liegen lassen, aber wir haben einfach alles schnell eingepackt. Und wart durchnässt hinterher. Genau. Ja. Und würdet ihr nochmal zelten? Auf jeden Fall. Also wir zelten irgendwie immer und überall. Also es irgendwie gehört zu unserem Hobby. Ja, also kann ja mal passieren, dass man sowas macht. Beim nächsten Mal sagt, dann seid ihr ein bisschen hart gesottener. Na klar. Ja, würde ich sagen. Liebe Slatka, danke für deinen Anruf und alles Gute und viel Spaß beim Zelten weiterhin. Ja, auch. Finde ich auch. Tschüss. Okay, tschüss. Und hier ist der Sascha. Sascha ist 31. Guten Morgen. Hallo Sascha. Morgen. Oh, wo bist du denn? Du klingst ja wie vom Nordpol. Nee, ich fahre jetzt her am Parkplatz, ich bin Kraftfahrer vom Beruf. Ja, das wäre ganz gut, wenn du am Parkplatz wärst. Ja, ich bin jetzt ab. Also, unser Thema heißt Wettergeschichten. Ja. Ja. Da habe ich was zu erzählen, und zwar vor ein paar Jahren ist es mir passiert, da kam ich morgens mit dem LKW wieder, es war noch in meinem Praktikum. Hm? Das war 03. Und da hatte ich dann morgens in Neuwied Blitzeis. Blitzeis in Neuwied, auf der Autobahn? Nee, in Neuwied selber drin. Bitte? In Neuwied selber drin. In Neuwied selber drin, achso. Das ist aber auch schwer zu verstehen. Also mitten in Neuwied gab es Blitzeis. Ja, und ich konnte mich entscheiden. Entweder der Vorgarten, abbremsen war sowieso Blödsinn, ja, weil hinter mir auch Fahrzeuge waren, oder über die Insel.
über eine Verkehrsinsel mit Verkehrsschildern drauf. Ein wie viel Tonner fuhrst du denn da? Da bin ich noch ein 40-Tonner gefahren. Ah ja. So, und zu welcher Variante hast du dich denn entschieden? Ja, ich bin weiterhin Kraftfahrer und fahre mittlerweile einen 44-Tonner. Nee, ich wollte wissen, was du dann gemacht hast. Hast du nun die Verkehrsinsel genommen oder den Vorgarten oder was? Ach so, ich bin über die Verkehrsinsel drüber. Ja, und wie ging das dann aus? Im Prinzip so, ich kam zum Stehen, die Schilder waren komplett über die Straße verteilt. Ja. Das Problem, was ich hatte, hinter mir ist einer gekommen, der konnte nicht mehr bremsen, der kam auch ins Rutschen und der ist mir dann in den Anhänger reingerutscht. Oh, aber ich hoffe, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Doch, er hat einen Armbruch gehabt. Naja, das ist auch nicht schön, aber nicht ganz dramatisch. Ich finde Blitzeis wirklich mit das Schlimmste, was es so auf der Straße gibt, was man als Autofahrer dann zu bewältigen hat, wenn man auf der Straße ist. Richtig, nur ich fahre ja was Größeres und ich habe auch einen längeren Bremsweg und alles. Und wenn mir der LKW abhaut, ja, wegrutscht, dann kriege ich ihn auch nochmal abgefangen. Gibt es denn da bei euch Truckfahrern irgendwie eine goldene Regel, wenn es denn mal passiert und ihr seid auf der Autobahn, was macht man denn dann? So schnell wie möglich anhalten oder gibt es da bestimmte Fahrtechniken? Also das, was ich gelernt habe durch meine durch meinen Führerschein und alles, es gibt Füße weg vom Gas, nicht auf die Bremse, ja, sondern nur mit dem Lenkrad arbeiten, ja, und versuchen, den LKW komplett aus der Gefahrensituation rauszuholen. Dann irgendwie versuchen, nach Möglichkeit ohne Bremse, dass der langsamer wird und dann irgendwann zum Stehen kommt. Also das A und O ist nicht bremsen, was natürlich leichter gesagt ist als unter Umständen getan. Wenn vor dir irgendjemand bremst oder langsamer ist als du, bist du verloren quasi. Richtig. Mhm. Also mit dem LKW bremsen gehe ich komplett quer und bin weg. Ja. Nur haben wir ja zurzeit, was diese Sache anbelangt, Gott sei Dank einen sehr milden Winter. Ich könnte mir vorstellen, dass das für euch LKW-Fahrer ein Segen ist, dass der Winter nicht eingebrochen ist bisher in Deutschland. Oh ja, zum Teil auch, weil wenn ich andere Autofahrer, sorry, nicht um auf die Autofahrer rumzuhacken, aber manche Autofahrer, sobald ein Tropfen regnet oder es anfängt zu schneien, steigen die direkt ohne Vorwarnung auf die Bremse. Ja, ja. Ich merk das Phänomen immer hier in Köln. Das kenne ich aus keiner anderen Stadt, wenn es sehr stark regnet, nur wenn es regnet, wir reden gar nicht von Eis oder Schnee, sind die Autofahrer irritiert und fahren auch unsicherer. Und es passieren eben auch viel häufiger Unfälle als im trockenen Zustand. Wie sind deine Routen? Wohin fährst du? Wie weit fährst du? Mittlerweile fahre ich Hamburg-Linie. Ja. Was heißt das? Hamburg von wo bis wo? Also Hamburg bis wohin? Von Koblenz bis Hamburg. Ja. Und von Hamburg bis Reisdorf und dann halt eben übernachte ich in Hamburg. Achso, also alles im Rahmen, im deutschen Radius, also nicht ins Ausland. Nein, ich bin im innerdeutschen Fernverkehr tätig. Könnt ihr mir vorstellen, dass das für die Kollegen, deine Kollegen, die nach Skandinavien fahren oder die nach Osteuropa fahren, dass es da noch problematischer ist, weil die Straßenverhältnisse natürlich unter Umständen nicht mit denen zu vergleichen sind wie hier und das Wetter eben auch schlimmer ist? Das ja, aber ich sag mal so viel, je mehr Winter man durchfährt und je mehr mal Wetterkapriolen mitkriegt, ja, kommt man damit klar. Ja. Wie lange fährst du jetzt schon? Ich fahre seit 03. Ja. Fahre ich LKW. Ja. Und halt eben, ich war zwischenzeitlich mal weg, weil ich woanders war. Genau aus möchte ich jetzt nicht benennen, weil es könnten eventuell welche zuhören, wo ich anliefer. Ah ja. Wollen wir das mal nicht vertiefen? Wollen wir dich nicht in Schwierigkeiten bringen? War denn diese Situation, von der du gerade gesprochen hast mit dem Blitzeis, war das die schwierigste Wettersituation, die du bisher meistern musstest als LKW-Fahrer in deiner Laufbahn? Nein, es gab schon mal so ein Ereignis, da bin ich aber noch auf dem 7,5-Tonner gefahren. Ja. Und zwar bin ich damals, das war 04, 05, ja, im Winter losgefahren, musste rauf nach München. Mhm. Und hinter Stuttgart war Blitzeis. Da habe ich den LKW halt eben zum Stehen gebracht auf der Einfahrspur von der Raststätte. Ich hatte gerade den
ja, Gang draußen, beziehungsweise die Handbremse drin, kracht mir eine Frau mit ihrem Fiesta hinten rein und meinte, mit 80 wäre sie langsam genug auf Glatteis gewesen. Oh. Oh, mit 80 in den Laster reingefahren. Ja. Das ist ja nun wirklich kein Spaß. War die Frau schwer verletzt? Nee, gar nichts. Gar nicht? Die wurde sogar aufmüpfig. Sie hat gemeint, sie wäre langsam genug gewesen, was mir einfallen würde, stehen zu bleiben. Ach so, da wollte sie dir die Schuld noch geben. Ja. Was ist denn daraus geworden? Wahrscheinlich für ein komplizierter irgendwie Versicherungsstreit, oder? Nee, gar nichts. Die Polizei hat das Ganze aufgenommen und sie ist halt eben leer ausgegangen. Ah so, verstehe. Sascha, wo geht's denn heute noch hin? Was ist dein heutiges Ziel? Ich fahre jetzt noch nach Koblenz. Ja. Und dann werde ich mich nachher nach Hause begeben zum Schlafen. So, dann wünschen wir dir alle eine gute Fahrt. Komm gut an. Ja. Und danach dann eine gute Nacht. Ja, und das ist eine super Sendung, die du machst. Dankeschön. Sehr nett von dir, dass du sagst. Ich wünsche dir alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, eine knappe Minute. Und dann kommt das WDR-Fernsehen zu uns. Und währenddessen machen wir ein klein bisschen Musik. Meine lieben Fernsehzuschauer, da sind wir. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr jetzt auch da seid vom WDR Fernsehen. Wir hatten eine kleine Verspätung, bitten das zu entschuldigen, haben hier im Radio und bei 1 Festival schon angefangen. Heute gibt es bei uns eine Themennacht und das Thema heißt Wettergeschichten. Ich möchte mich gerne mit euch über dramatisches Wetter, über dramatische Wetterereignisse unterhalten, in die ihr verwickelt wart. Vielleicht wart ihr einmal begraben unter einer Schneelawine. Vielleicht seid ihr mal vom Blitz getroffen worden. Vielleicht habt ihr irgendetwas erlebt mit Sturmfluten. Vielleicht seid ihr konfrontiert worden auf der Straße mit schwerwiegenden Wettervorfällen und das Ganze hat euch in vielleicht eine sehr üble Situation gebracht. Wettergeschichten, das ist unser Thema heute Nacht und wenn ihr gerne mir erzählen wollt davon, was ihr so mit dem Wetter erlebt habt an dramatischen und spektakulären Sachen, dann meldet euch bei uns unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Ich bin verbunden mit Uwe und Uwe ist 37 Jahre alt. Hallo Uwe. Ja, hallo Domian. Grüße dich. Zum Thema Wetter. Ich habe leider nichts Dramatisches, ich habe was Schönes. Na, umso besser. Das hören wir natürlich genauso gerne. Ja, da fuhr ich von der Arbeit nach Hause, das war 2003. Da hatte ich Mittagsschicht gehabt, da war ich so um 20 Uhr vorhin nach Hause. Ja. Und dann war ich kurz vor Hamm auf der Autostraße und da sah ich im Norden ganz helles Licht. Ich habe gedacht, ist in Münster so viel heute was los? Warum ist da so Licht? So viel Licht habe ich erst gedacht. Mhm. Ich wusste das ja gar nicht, dass es Polarlichter sind. Also 2003, in welchem Monat? Das war, glaube ich, Oktober war das. Im Oktober, um 20 Uhr, da ist es schon dunkel. Genau, da ist es schon dunkel. Mhm, ja. Ja, und dann habe ich erstmal mit dem Auto erstmal angehalten und dann habe ich erstmal in den Himmel hochgeschaut und dann war ich erstmal baff. Was ich da sah, das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ich habe die Dreidimensionalität des Himmels gesehen. Indem, dass ich, wie Scheinwerfer sah das aus, wie Scheinwerfer, die nach oben gingen. Und du bist sicher, dass es keine Scheinwerfer waren? Nein, das war zu groß. Das ging über mehrere tausend Meter. Man sah richtig die Polarlichter.
Das waren richtige Strahlen. Erst war es blau, ja, dann weiß und dann ging es ins Grün über. Ja. Und nicht so wie im Fernsehen, so wie sie es mal da zeigen, die Polarlichter, da sieht man ja immer einen Zeitraffer, ist man ganz schnell über den Himmel wegzieht. Ja. In Wirklichkeit geht das ja alles in Zeitlupe. Und da ist man echt baff, wenn man dann im Auto sitzt. Ich habe mein Auto ausgemacht, Scheinwerfer aus und dann habe ich mir das angeschaut. Ich war echt baff. Waren diese Lichter so, wie du sie wahrgenommen hast, waren die so starr oder flackerten die? Die waren, nein, es war eigentlich wie ein konstanter Lichtschein. Es waren echt, ob einer Licht angemacht hätte, so ein konstante Lichtstrahlen sind das und die verändern sich ganz langsam. Weil ich kenne die Polarlichter aus Nordeuropa, da flackern die, da gehen die so flackernd über den Himmel, so orange und lila, grünlich und ja, und ja, sowas. Die flackern nicht, das Licht ist richtig an und dann ziehen die ganz, die Luft da oben ist ja ionisiert. Und dann gehen die Strahlen so ganz langsam über ihm weg. Und das Tolle fand ich, also die Polarlichter, die zogen dann noch weiter Richtung Süden. Mhm. Und die zogen über mir hinweg. Ach. Das war sowas von fantastisch. Also ich habe das ja auch schon gehört, dass man das hier in Deutschland auch mal ab und zu sehen sollte. Ich habe es leider noch nie gesehen. Ja, das war sogar in den Nachrichten. Sie haben am nächsten Tag sogar in den Nachrichten gemacht, dass es bis Bayern ging. Bis Bayern ging es. In Bayern hatten sie gesagt, sie konnten am Horizont die Polarlichter sehen. Das war also im nördlichen Horizont konnten sie es noch sehen. Das ist also als ich das zum ersten Mal in Nordeuropa gesehen habe, war das ein sehr bewegender Moment für mich. Ja, ich war baff, ich wusste erstmal gar nicht, was los war. Und dann war mir erstmal bewusst, was ich da überhaupt da erlebe. Ja. Und das in Hamm-Westfalen, ne? Das ist gerade Nordpol, ne? Genau, ja. Ja, dann fuhr ich nach Hause, hab was gegessen, dann ging ich nochmal raus. Und was ich dann sah, war ich erstmal ganz baff. Da war der Himmel pur grün. So ein richtiges Giftgrün war der Himmel auf einmal. Aber nicht nur so ein Stück, da war der ganze Himmel richtig grün. Oh. Wie ich das gesehen habe, das kann nicht sein. Normalerweise ist der Himmel ja nachts pechschwarz, man sieht die Sterne, ne? Die Sterne hast du kaum noch gesehen, man sah nur noch ein richtiges grünes, so grünes Gas. Das war fantastisch, war und, das. Und das lag auch an diesen Polarlichtern? Das war das Polarlicht, da war ich im Zentrum des Polarlichts, kann man sagen. Das in Hamm. In Hamm-Westfalen. Das in Hamm-Westfalen, genau. Da war ich echt sprachlos, wie ich das gesehen habe. Das ging bis 3 Uhr nachts und dann wurde ich aber zu müde und dann habe ich mich hingelegt. Mhm. Aber so eine fantastische, Da kann man erstmal ermessen, wenn uns, die wir so mehr oder weniger doch sehr aufgeklärte Menschen sind und auch uns erklären lassen können, wie das zustande kommt, dieses Licht, was das auf frühere Menschen aus früheren Jahrhunderten für einen Eindruck gemacht haben muss, die das sich gar nicht erklären können. Ja, die haben gedacht, das wären Geister oder so. Ja, oder göttliche Erscheinungen oder so etwas. Ne? Genauso wie die Sonnenfinsternis, die 2002, weil die habe ich auch live erlebt in Stuttgart, das war auch super. Ja, das sind tief bewegende Momente, richtig, weil man mit einer Natur konfrontiert wird, die man ja so in unserem normalen Alter gar nicht... Ja, wenn man so rausgeht, siehst du dann nur die Sterne oben am Himmel. Ja, und in unseren Breiten auch relativ wenig, weil wir so überbeleuchtet sind hier in den Städten, da sieht man ja gar nicht mehr viel vom Nachthimmel. Das ist es ja. Erst habe ich ja auch gedacht, das wären die Städte, die so hart beleuchtet sind, aber... Wenn man dann sieht, und dann siehst du wirklich, wie groß der Himmel ist. Mhm. Und du siehst ja die Lichtstrahlen von, sagen wir mal, von 10.000 Meter bis 40.000 Meter oder noch, ich weiß ja nicht, wie hoch das ging, aber du sahst den ganzen Raum auf einmal. Also eine tolle Sache, die du nicht vergessen wirst. Bis an dein Lebensende wahrscheinlich. Nein, das war super, war das. Schön, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast, Uwe. Alles klar. Alles Gute. Viel Spaß noch. Dankeschön, tschüss. Das war Uwe und weiter geht es mit unserem Thema Wettergeschichten und der Friederike. Und Friederike ist 22 Jahre alt. Hallo Friederike. Ja, hallo Domian. Hallo, guten Morgen. Ja, ich bin erstmal froh, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, dass ich ruhig bleiben kann. Ich bin auch sehr aufgeregt. Ah ja, das kriegen wir schon hin. Ich denke auch. Friederike. Ja. Du hast einen schönen Namen, muss ich mal sagen. Es ist ein schöner sehr alter Name, ne? Kein altmodischer, sondern ein sehr alter Name. Ja. Friederike. Ja, genau. Fällt auch nicht immer einfach, weil Friederike und so kommt man schon mal durcheinander. Genau, wie schreibt man das mit IE, mit einem IE. Am Anfang IE, ganz genau. Also, Wettergeschichten heißt unser Thema. Genau, meine Wettergeschichte geht um Folgendes. Ich war letztes Jahr im September in Amerika. Ich habe da Freunde wohnen, weil ich da Au-pair gemacht habe ein Jahr. Mhm. Und wo in Amerika? In Iowa. In Iowa. Ja, genau. Und es war eigentlich, also ich war im September da und es war eigentlich ein sehr, sehr schöner Spätsommer. Es war super heiß und schwül und so. Mhm. Und da steigt natürlich auch die Gefahr von Gewittern und eben auch in Iowa sehr stark eben auch Tornados. Mhm. Und also es war ein sehr schöner Tag eigentlich.
Und wir sind dann gegen Nachmittag die Mutter von der Emily nach Hause gefahren, weil sie wohnte etwas außerhalb von der Stadt. Mhm. Und also auf dem Hinweg sah das Wetter auch noch echt gut aus und war wirklich sonnig und ein paar kleine Wolken vielleicht. Und dann haben wir die Mutter zu Hause abgesetzt und die hat noch gesagt so, ja, sieht aber so langsam nach Regen aus, seht zu, dass er wieder in die Stadt zurückkommt, weil braucht sich vielleicht einiges zusammen. Mhm. Und dann, also ich weiß nicht, es muss innerhalb von Sekundenschnelle ging das los. Also wir waren praktisch gerade von der Ausfahrt runter. Dann dachte ich nur so, oh, guck dir mal die Wolken an und so, das sieht aber gar nicht gut aus. Mhm. Also es hatte sich innerhalb von Sekunden total dicht zusammengezogen. Es waren riesen, also super hohe Wolken auch und man konnte richtig sehen, wie die sich so alle weiter auftürmen und so. Und dann haben die eben auch angefangen, also super, super schnell zu ziehen. Mhm, mh. Und ich dachte immer so, vielleicht sollte man ein bisschen schneller fahren, weil das sieht ja echt gerade mal alles nicht gut aus. Mhm. Ich stelle mir das vor wie so ein Zeitraffer im Film, wenn die Wolken so schnell ziehen. Ja, also ungefähr, also wir sind, glaube ich, so mit 100 Stundenkilometer gefahren, also sind ja Meilen, deswegen, also ich denke so ungefähr 100 war es. Ja. Und die Wolken waren um einiges schneller als wir. Also die sind halt mit uns gezogen und normalerweise, wenn man halt mit den Wolken Auto fährt, dann fällt einem das gar nicht auf und die waren wirklich super, super schnell. Und aber zu der Zeit war es noch trocken, es regnete noch nicht? Es hat noch nicht angefangen zu regnen, das kam erst später. Und da habt ihr denn gemerkt, wenn ihr mal die Hand rausstreckte, dass es ein Sturm war oder war kein Sturm? Man hat es dann, also es fing dann auch langsam an, dass man das halt richtig im Auto auch gemerkt hat, ne? Ja. Also meine Freundin ist halt eben gefahren, die hatte richtig Probleme, das Auto überhaupt auf der Strecke zu halten und glaube so. Ich, ja. Ja. Ja, und dann fing das halt auch ziemlich schnell. Also auch wie, es ging alles so super sekundenschnell, fing das auch an, also aus allen Eimern zu schütten. Mhm. So, ne? Und wir waren halt immer noch außerhalb von der Stadt und haben überlegt, oh, was machen wir jetzt? Und haben dann eben versucht, irgendwie über den besten Weg irgendwie in die Stadt zu kommen. Darüber, also mussten erst über so Bahnschranken, die gingen dann vor uns runter. Und wenn man in Iowa vor der Bahn steht, dann steht man auch schon mal eine Viertelstunde, wenn man Pech hat, weil die Züge da einfach so lang sind. Und dann haben wir gesagt, nee, das können wir uns jetzt irgendwie nicht erlauben, hier uns dem Wetter auszusetzen. Und haben dann auf der Straße gedreht und haben halt irgendwie versucht, Richtung Stadt zu kommen. Also es wurde unterwegs einfach nur immer schlimmer. Es hat dann auch angefangen zu hageln. Also einmal waren die Wolken grün, das ist schon mal auch ein Zeichen für Tornado. Und es hat halt eben super... Also Tornado ist ja nun wirklich etwas extrem Gefährliches. Ja. Wie nah seid ist denn Tornado an euch herangekommen? Also wir sind eben durch die Stadt dann gefahren. Wir haben es dann irgendwann geschafft, in die Stadt zu kommen. Also es lagen überall entwurzelte Bäume und... So schlimm war es schon. Ja, es flogen Mülltonnen durch die Gegend und... Also der Scheibenwischer ging so schnell, dass wir konnten trotzdem nichts sehen. So viel hat es geregnet. Und die Straßen standen unter Wasser und es kam echt so Fontänen von Wasser aus den Gullideckeln raus, weil das und also ihr so im Auto. Und wir im Auto, genau. Wir, im Auto. Wir beiden Mädels, dann Radio an, da kam natürlich immer nur so ein schräger Piepston und Achtung, Tornado-Warnung und bitte alle in Sicherheit. War da Todesangst? Kann ich nicht unbedingt sagen. Also wir waren, glaube ich, so aufgeregt und so aufgedreht auch. Also weil so ein Tornado kann natürlich auch ein Auto mal schnell in die Luft wirbeln, ne? Also wir wussten zu dem Zeitpunkt ja nicht, wie schlimm es halt irgendwie ist oder ja, so, ne? Ja. Na gut, aber wenn ihr ausgerissene Bäume schon gesehen habt, dann wie ging's weiter? Ja, wir sind dann eben, haben versucht, irgendwie in die Stadt zu kommen und mussten dann durch so eine kleine Unterführung, die stand natürlich auch sehr stark unter Wasser und haben dann mit aller Kraft versucht, da durchzufahren. Dann ist das Auto noch kurz stehen geblieben und da haben wir echt ein bisschen Panik bekommen, ne? Und haben dann auf das Auto eingehauen und haben gesagt, so, komm schon, bitte, bitte, bitte. Irgendwie haben wir es dann geschafft und haben es dann auch zum Geschäft geschafft, wo die Emily eben arbeitet. Ach so. Und haben dann irgendwie 20 Meter von da irgendwie geparkt und wir hatten echt irgendwie nur so ein paar Meter eben zu laufen. Ja, aber genau diese paar Meter stelle ich mir auch schon sehr schwer vor, wenn das so tobt draußen, ja, das dass war man die Hölle. Angst hat, wirklich in die Luft gewirbelt zu werden, wenn man aussteigt. Ja, aber ihr seid ausgestiegen. Wir sind ausgestiegen, es war halt, weil es eben in der Stadt war und so, halt mehr Regen, also man hat von dem Sturm nicht mehr so ganz so viel mitgekriegt. Also vielleicht, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, weil wir so schnell gerannt sind, auf jeden Fall. Also ausgestiegen und dann in dieses Geschäft rein? Reingerannt und innerhalb von Sekunden, also wir waren bis... Als wenn man so irgendwie in den Swimmingpool irgendwo getaucht hätte, so sahen wir aus. Ja. Und dann haben wir halt eben abends in Nachrichten gehört, dass genau zu der Zeit, also wir sind da durch die Universität, durch den Campus so gefahren und haben dann hinterher im Radio gehört, dass
genau zu der Zeit, als wir auch dahergefahren sind, eben sich so eine kleine Windhose gebildet hatte und da von einem Uni-Gebäude ein kleines Dach abgedeckt hatte. So. Also es waren, also wie genau es gefährlich jetzt für uns hätte werden können, weiß ich nicht. Also es waren noch andere Autos auf der Straße, es waren sogar Leute zu Fuß auf der Straße. Aber deine Freundin oder die Leute, bei denen du da, mit denen du gelebt hast, die sind ja eigentlich vertraut mit diesem Wetterphänomen in ihrer Heimat. Ja. Haben die da so Verhaltensregeln? Ihr wart nur gerade mit dem Auto unterwegs. Genau. Was macht man, wenn man in die Nähe eines Tornados kommt und ist mit dem Auto unterwegs? Wie verhält man sich? Habt ihr hinterher noch dann in Ruhe darüber gesprochen? Ja, es war sehr als witzig. Mehr, ne? Also, dass es alles gut gegangen war und so, war es halt dann schon irgendwie eine nette Geschichte. Aber in dem Moment war es halt echt nicht so lustig. Das glaube ich. Dadurch, dass ich eben das eine Jahr, als ich Au-pair da war, auch schon die ganze Zeit in Iowa gelebt habe, also das eine Jahr eben, und da eben auch nicht in der Stadt, sondern auf einer ganz alten, klapprigen Farm, wo der nächste Nachbar anderthalb Kilometer weit weg ist und man wirklich nur das platte Land sieht, also es ist wirklich wie, als wenn man mit dem Schiff auf dem Meer ist, so ungefähr, und ab und zu gucken dann so ein paar Bäumchen raus und man sieht da eigentlich immer schon praktisch morgens wie abends das Wetter wird, so. Ach so. Aber trotzdem kann es eben sehr, sehr schnell gehen, gerade wenn es so schwül ist und so, und daher war ich halt eben mit der Materie etwas vertraut, sage ich jetzt mal. Also es hat mir weiß nicht das allererste Mal, dass ich mit so einem heftigen Sturm konfrontiert war, denn sonst wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Ja. Aber so das erste Mal, wo ich da in dieser Farm saß, wo die Luft durch die Wände gezogen ist, da hatte ich da natürlich schon mehr Angst. Also man muss in die Keller gehen. Die meisten Farmen haben halt wirklich so einen kleinen Bunker unterm Haus. Weil die können ja, wenn das große Dinger sind, reißen die ruckzuck das ganze Haus weg. Ja, man sieht das im Fernsehen, aber die Häuser sind ja nicht so stabil gebaut. Genau. Und die Häuser liegen platt. Ja. Ach, dann haben die im Keller so eine Art Bunker, wo die Leute sich dann verstecken können. Die haben das, wie man das aus diesen Filmen auch kennt, so zwei Klappen, wo man so runterkriecht. Das ist ein ganzer, da ist dann meistens auch irgendwie was, ne? Nahrungsmittel für eine bestimmte Zeit. Ja, ja. Und also wir hatten jetzt nicht auf der Farm, wo ich war, nicht so diesen Schutzbunker, aber wir hatten schon einen sehr stark befestigten Keller, wo auch direkt irgendwie ein Vorratsraum war. Also, das auf jeden Fall. Da hat die Friederike aber was mitgemacht hier in Iowa. Auf jeden Fall. Mann, da kann sie aber noch lange von erzählen. Ja, das ist eine nette Geschichte. Ja, aber hallo. Danke, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute auch. Dankeschön, tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heißt Wettergeschichten. Ich möchte gerne mit euch mich unterhalten über extreme Wetter, denen ihr schon ausgesetzt wart. Und vielleicht habt ihr wegen des Wetters schon sehr einschneidende Dinge erlebt. Im positiven Sinne, das haben wir gerade auch schon gehört mit den Polarlichtern, oder eben auch im negativen Sinne. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50. Unter Friederike, als wäre es komponiert, kommt jetzt der Frederik, aber das ist purer Zufall. Frederik, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, guten Morgen. Ich habe ein ziemlich unheimliches Erlebnis, was das Wetter angeht. Ein unheimliches? Ja, also wo mir heute manchmal ziemlich mulmig ist bei Gewitter. Und zwar war ich ungefähr 7 Jahre alt. Und da war ich mit meiner Mutter auf Langenburg, weil ich halt schon immer irgendwie Asthma hatte und so, weil See oft gut ist und so. Schöne friesische Insel. Ja, sozusagen. Und jedenfalls waren wir sogar am Strand und da wurde es langsam so dicht, so diesig. Dann merkte ich, gleich geht da irgendwas los, ne? Und ich war ungefähr, ich schätze mal so 50 Meter vom Wasser entfernt. Und etwas weiter hinter mir war halt eine Frau im Wasser und es gab einen lauten Knall und da wurde ich halt vom Blitz getroffen. Und Du wurdest vom Blitz getroffen oder die Frau? Nein, die Frau. Die Frau. Und ihr war, ich verstehe dich nicht so ganz gut, deswegen frage ich nach. Und ihr wart am Strand, du gingst dort. Ja. Genau. Und die Frau war aber im Wasser, hinter dir im Wasser. Ja, das ist auch so ungefähr so hinter mir. So. Also, ja. Also haben wir diesen Knall gehört, und so umfallen so, und dann strömen die ganzen Leute dahin und haben halt alle sofort da geholfen und Rettungshelfer und. Moment, der Unfall, schwamm die nicht, die Frau, oder stand die im Wasser? Ja, die stand so halb im Wasser, weil sie noch irgendwas gesucht hat oder keine Ahnung. Ich Wie sah denn das aus? Es hat geknallt, du sagst, du hast da hingeguckt und ist die Frau einfach nur umgekippt oder? Ja, also war schon ziemlich unheimlich so irgendwie. Also sah man leuchtete irgendwas, einen Blitzeinschlag oder? Ja, was den Blitz ins Wasser so einschlagen sehen. Bitte? Was ins Wasser einschlagen sehen so. Ja, ja. So ganz kurz, also ich hab's auch so kaum gesehen so. Also so ein ganz grelles Licht einmal und da war es schon passiert und. So, dann kamen da Leute gleich zur Hilfe. Ja, und auch Krankenwagen und so. Und dann waren wir halt so,
muss halt irgendwie die ganze Zeit immer dran denken. Und dann habe ich halt dann im Fernsehen halt gehört, dass sie halt dann glücklicherweise auch überlebt hat. Also hat Verbrennungen, aber und seitdem hat sie einen riesen Schiss vor Gewitter gehabt. Ja, ist klar, du warst 7 Jahre alt, als du das gesehen hast. Klar, da hat man natürlich so wahnsinnige Angst. Aber da muss dieses schlechte Wetter ja auch sehr schnell gekommen sein. Weil das ist ja nur eine Grundregel, dass man bei Gewitter unbedingt aus dem Wasser raus soll. War ganz plötzlich. Also dieses typische Seewetter halt. Ne? Erst ist auch gut und auf einmal geht das los. Ja, es gibt ja so wirklich, ich habe hier in der Sendung auch schon mal mit jemandem gesprochen, der vom Blitz getroffen wurde. Das kann man wirklich überleben. Das kann man auch überleben ohne schwere Schäden. Du kannst natürlich auch sofort tot sein. Ja, klar. Ja. Also ein gruseliges Ding, was du da erlebt hast, dass du wahrscheinlich immer denken musst, wenn du Gewitter erlebst und siehst. Ja, ne? Wo ich halt schon ein bisschen älter war, ich immer Angst gehabt. Und da war ich einfach bei Gewitter allein zu Hause und da hat mir meine Schwester so Gewitterohren gebastelt, weil ich dann zu Hause geblieben bin. Mhm. Und halt dann doch mal... Ne? Ja. Und jetzt, wenn du jetzt so irgendwie alleine unterwegs bist und es gewittert, immer noch die Erinnerungen? Ja, ein bisschen noch. Ich denke noch, aber wenn es richtig kracht, so. Also, sonst, ja. Also auf jeden Fall nicht im Meer baden, wenn es gewittert. Nee, auf keinen Fall. Und ich habe eine kleine Bitte. Könnte ich vielleicht 2 Autogrammkarten bekommen? Ja, kannst du. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Hm? Okay. Okay, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit, frage ich meine Regie. Meine Regie. Mit Rita. Aus Wien steht hier bei mir. Rita 41 aus Wien. Stimmt das? Ja, ist richtig. Ja. Hallo Rita. Schön, dass du anrufst. Aus dem fernen, wunderbaren Wien. Bin aber Deutsche. Bist aber Deutsche. Das ist ja egal. Ja. Du lebst einfach in Wien. Bitte? Du lebst einfach so in Wien. Ja, schon seit fast 4 Jahren. Seit 4 Jahren. Wie kommt's, wenn ich kurz vorab fragen darf? Ich habe einen Mann kennengelernt, der... Die Liebe, genau. Und die hat dich, ein Österreicher, ein Wiener, und der hat dich, dann hat es dich nach Wien verschlagen. Ganz genau, Warst du vorher schon mal in Wien? Ja, als Touristin mal ein Wochenende, ja. Und aber magst du es? Hast du dich gut eingelebt in den 4 Jahren? Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber dann doch, ja. Kannst du denn auch so Wienern schon so von der Sprache? Leider nein. Ich kann es jetzt mittlerweile den Dialekt sehr gut verstehen, wo ich am Anfang auch Schwierigkeiten hatte. Ja. Und ich probiere mich immer, aber es hört sich irgendwie albern an. Also so richtig klappt das nicht. Ich höre das so gerne, wenn so richtige Wiener das im Fernsehen, wenn man das so hört, finde ich sehr angenehm, sehr sympathisch. So, ja, ich mag's auch. Aber zu unserem Thema. Genau. Wettergeschichten. Richtig. Mhm. Und zwar hatte ich das gestern im Videotext gelesen. Ich habe geguckt, gibt es wieder die Sendung, und habe gelesen Wettergeschichten. Und dann habe ich gedacht, die Sendung wäre gestern schon, und hatte dann gestern Mail geschrieben, aber heute passt es mir auch so. Wunderbar. Und zwar war ich am 26.12.2004 auf den Malediven. Mhm. Das ist ja das Jahr oder beziehungsweise auch der Tag gewesen, wo diese große Flutkatastrophe war. Stimmt, ja. Also die war ja nun überwiegend in Indonesien, Sri Lanka, Thailand. Ich wollte gerade sagen, die Malediven waren nicht sehr stark betroffen. Nicht stark betroffen. Male, glaube ich, die Hauptinsel etwas. Male, ne? Die Flughafeninsel, genau. Ja. Aber es war dann so, dass ich ja an dem 26. dort war und wir waren morgens frühstücken. Ja. Das war ja dann zu der Uhrzeit, dass wir so gegen 9:30, 9:45 vormittags fertig waren mit Frühstück und haben dann das Restaurant verlassen und wollten wieder zu unserem Bungalow gehen. Mhm. Dazu muss ich erklären, dass die Insel ja sehr klein ist. Die ist ja nur 600 Meter lang und circa 200 Meter breit. Auf der ihr wart? Genau. Mhm. Also ihr wart nicht, um es nochmal klarzustellen, ihr wart nicht auf dieser Flughafeninsel, sondern auf eine der vielen Touristeninseln, genau. Ja, und das ist dann eine sehr kleine Insel für die Malediven. Es gibt ja auch größere dort. Und als wir dort das Restaurant verlassen haben und unseren gewohnten Gang, war überall Wasser auf der ganzen Insel. Was ja sehr ungewöhnlich schon war. Ne? Was sehr ungewöhnlich war, genau. Wie war das Wetter denn? War es, schien die Sonne oder war es bewölkt? Toll. Super Wetter. Das ist ja gerade in der Zeit, ist da ja, die Malediven haben ja da das beste Klima dann. Also die Sonne schien. Und es war so, dass ich erst vermutet habe, es hätte einen Wasserrohrbruch gegeben oder sowas. Und die Angestellten, die dort arbeiten, die liefen alle auch ziemlich unruhig durch die Gegend, die ja sonst von der Mentalität auch sehr gelassen sind. Ja.
Und ich hab dann nur gesagt, also ich war ja mit meinem Mann dort und habe zu ihm gesagt, ich glaube, es hat einen Wasserrohrbruch gegeben. Und dann haben wir immer so einen Inselrundgang gemacht nach dem Frühstück und haben dann aber gesehen, dass das Wasser bis in die Bungalows gelaufen ist. Mhm. Auf der Ostseite, wir waren auf der gegenüberliegenden Seite, wo wir unseren Bungalow hatten. Wie hoch stand denn diese kleine Insel unter Wasser? Wie kann man das, 10 Zentimeter, 15 Zentimeter, 30? Ja, das fällt ja dann auch zum Wasser hin ein bisschen ab. Mhm. Das heißt, dort normalerweise hält sich der Pegel ja immer nur bis zum Strand. Mhm. Und die Bungalows sind circa 10 Meter nur entfernt mhm. von Wasser. Mhm. Ja? Und das Wasser war also bis zu den Bungalows und man stand dann so bis zum Knie im Wasser. Ach so. Mhm. Ja, und mhm. das Wasser ist dann auch in die Bungalows gelaufen. Und das Wasser war vor allen Dingen komisch. Es ist ja immer eine leichte Bewegung, leichte Wellen. Mhm. Aber das war, das schwappte immer höher und immer höher. Und dann hat es sich aber auch wieder beruhigt und das Wasser ging wieder zurück. Es ging sogar weiter zurück und das gleiche Spiel hat sich dann nach 2 Stunden nochmal wiederholt. Mhm. Dort, dann wurden wir aber mittlerweile auch informiert von Personal von der Insel, dass es ein Seebeben gegeben hätte. Mhm. Aber da waren euch die Ausmaße noch überhaupt nicht klar wahrscheinlich, nein, ne? Nein. Mhm. Dann hatte ich eine SMS erhalten von einem Bekannten, der dann fragte, ob es uns gut ginge, der dann schon die Nachrichten gesehen hatte und der hatte von Indien irgendwas gehört. Ja. Und auf den Malediven muss man sagen, ist man eigentlich, man bekommt nichts mit, man bekommt dort keine Zeitung. Ja. Man kann zwar ins Internet gehen, wenn es denn funktioniert, Fernsehen, ja, BBC-Nachrichten, aber man sitzt auf den Malediven nicht vom Fernseher. Wir wussten also überhaupt nicht, was passiert war. Und man hat uns dann empfohlen, auch nicht mehr ins Wasser zu gehen, also nicht mehr schwimmen zu gehen. Aber spätestens, fuhr nicht raus. Aber da war, könnte ich mir vorstellen, wird es einem doch irgendwie mulmig, ne? Man kriegt mit, irgendwas Schlimmes ist passiert, aber man weiß gar nicht genau was und könnte es jetzt vielleicht noch schlimmer werden? Was sollen wir tun? Wir sind hier eingesperrt auf einer ganz, auf einer Mini-Insel. Wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es dann weiter? Es war sehr beunruhigend. Man hat uns dann eigentlich auch keine Angst gemacht. Es hieß dann, es könnte wiederkommen. Mhm. Die Situation war ja auch unsicher. Im Endeffekt haben wir dann ja erfahren, es waren ja nur noch diese Ausläufer dann von diesen. Wenn ich mich recht erinnere, hat das Seebeben oder der Tsunami auf der Flughafeninsel Male aber schon erhebliche Schäden angerichtet, ne? Richtig, ja. Es kamen dann ja auch Gäste an dem Tag und wir haben dann die Geschichten gehört, dass da die Koffer im Wasser schwammen und Stege sind dort kaputt gegangen. Es war auch wohl Stunden kein Landen möglich und kein Starten. Ja, genau, ja. Mhm. Ja, und das Telefonnetz ist dort auch zusammengebrochen. Das heißt, wir konnten auch nicht mehr telefonieren. Wir konnten also auch niemanden informieren. Bei uns hat immer das Telefon geklingelt. Jeder wollte wissen, ob es uns gut geht. Ja. Und das hat dann doch einen Tag gedauert, bis dann wieder sich alles so normalisiert hat. Ach so, das heißt also, es hat ungefähr einen Tag gedauert, bis ihr dann auch erfahren habt, was für eine unfassbar schlimme Katastrophe passiert ist. Richtig, ja. Also richtig, die Bilder haben wir ja erst gesehen, als wir wieder zu Hause waren, was in Indonesien passiert war. Und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, da habe ich die Schwein gehabt, würde ich sagen. Ne? Ja klar, je nachdem, wie sich das hätte anders ausbreiten können, dann wäre vielleicht die Malediven überflutet worden. Und richtig, da wäre schlimmes Unheil angerichtet. Ja. Wie lange warst du oder wart ihr denn dann nach diesen Vorkommnissen noch auf den Malediven? Wir haben unseren Urlaub bis zum Ende durchgezogen. Es wurden alle Engländer und alle Franzosen abgeholt. Das haben die Reisegesellschaften gesagt. Hm. Wir holen jetzt alle raus dort. Ah, ja. Und aber da wird man doch auch unruhig, wenn man merkt, da werden Leute rausgezogen. Richtig, ja. Wie viele Tage wart ihr denn noch da? Wir waren noch, auch über Silvester, Neujahr. Wir sind Anfang Januar irgendwann nach Hause. Und das hat mich eigentlich mehr beunruhigt, dass die Leute abgeholt worden sind. Und wir hatten dann auch ein Schweizer Ehepaar kennengelernt dort. Mhm. Und die Frau rannte nur noch mit gepackter Tasche und Brustbeutel mit Papieren durch die Gegend. Also das hat mich eigentlich dann noch viel, viel nervöser gemacht. Ja. Ja klar, wenn man in dem Moment ja gar nicht einschätzen kann, ist das jetzt berechtigt, was diese Panik, die da entsteht? Oder ist das wirklich nur Panik? Ne? Richtig, ja. Mhm. Und ich bin im Endeffekt froh, dass ich diese Bilder dort nicht gesehen habe. Ich glaube, dann wäre die Panik noch größer geworden. Ja, ich glaube, dann wäre der Urlaub auch gänzlich verdorben gewesen. Ne? Oder hätte man gar nicht weiterführen können. Und ganz genau, Ja, Glück, ne? Glück, du warst in der Nähe einer ganz schlimmen Katastrophe. Ja. Also relativ in der Nähe. Und das ist, ihr seid unbeschadet davongekommen. Ja, wir haben dann auch erfahren, dass dort ja auch es arbeiten auf den Inseln sehr viel Personal aus Sri Lanka. Mhm.
und also Köche und Kellner. Und die waren dann auch, die haben dann erzählt, dass zum Teil dann ihre Familien auch sehr schlimm betroffen waren. Und irgendwo, ja, man hat dann doch eine ganze Menge mitbekommen, denn das ist alles so familiär da, weil alles so klein ist. Und wenn man, wenn man dann von denen hört, da ist alles zerstört, das war, ja, es war doch ein ganz, ganz anderer Urlaub. Es hat einen dann doch... Ja. Jeden Tag eigentlich beschäftigt. Ja. Nachdem was passiert ist, und du warst nicht mittendrin im Zentrum der Katastrophe, aber immerhin am Rande, würdest du ganz unbefangen wieder in diese Gegenden fahren oder hättest du Angst? Ich war schon wieder dort und ich fahre jetzt diesen Monat am 25. wieder dort. Ah ja. Also das würde mich nicht abschrecken. Wieder auf die Malediven oder? Wieder auf genau die gleiche Insel. Auf die gleiche Insel. Ja. Hast du es gut, Mensch? Ja. Du machst ja einen Ausflug ins Paradies. Das sieht doch so paradiesisch aus auf den Bildern immer. Es ist auch toll. Es ist auch ein Paradies. Ja. Ja. So, dann wünschen wir dir einen schönen und erholsamen Urlaub und kommen guter Dinge und gesund wieder zurück. Gut. Nach Wien. Dankeschön. Okay. Alles Gute, Rita. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Ralf. Ralf ist 57. Guten Morgen, Ralf. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Ralf. Hallo. Unser Thema ist Wettergeschichten. Ja, ne, ich rufe an aus Flensburg hier oben, an der Küste. Ah ja, oh, da haben wir mal einen großen Sprung jetzt gemacht, von Wien nach Flensburg. Ja, ja, es ist also, ich hatte mit den Kollegen eben schon gesprochen, ich fahre also ab und zu mit meinem Bötchen so raus, also aufs Meer zum Angeln. Mhm. Und das passiert ja, mache ich also in der Regel nachts. Und das ist also nicht so in der Größe wie so ein Fischkutter, wie man sich das vorstellt, sondern das ist also so ein kleines Boot, 5 Meter Länge mit Außenbordmotor. Mhm. Und fahre dann, also ich sag mal so, wie das Wetter ist, meistens so 3, 4, 5, 7 Meilen raus. Und was schon eine ganze Menge ist, ne? Ja. Also für mich ein Landei ist das eine ganze Menge. Ja, das sind ungefähr, bei 5, 7 Meilen sind es ungefähr 8 Kilometer. Ja, ja, ja. Ja, es ist nun so gewesen, dass nachts, ich konnte das überhaupt nicht zuordnen, da gab es erstmal einen lauten Knall, so wie ein Gewitter, möchte ich fast sagen. Mhm. Und dann... Am Himmel, den Knall. Nee, den habe ich nur gehört, das war ja Nacht. Ich konnte also das... Ja, ja, der Knall kam aber... Also du wusstest nicht, woher der Knall kam. Nein, also ja. Ich sag mal so zu vergleichen, so als wenn Gewitter ist, ein Blitz und anschließend knallt. Nicht? Ist der Donner da, nicht? Und dann kam also ein Rauschen, das wurde immer größer und dann habe ich also quasi nur gemerkt, also wie das ganze Boot sich bewegte und das andere, was ich jetzt erzähle, vermute ich nur... Mhm. Dass ich also regelrecht paar Meter hochgezogen worden bin mit dem Boot und lag anschließend im Wasser. Oh. Und da habe ich also, und nun kommt das Dolste danach, habe ich den Kollegen noch gar nicht erzählt. Ich bin normalerweise immer so in normaler, ich sag mal, Freizeitkleidung rausgefahren. Mhm. Und da ich ja nur neu bin hier oben, ich bin hier vor 4 Jahren erst hergezogen, ich bin von Hause aus, bin ich Bremer, hat mich so ein Mitangler, will ich mal sagen, so ein älterer Herr, der hat immer zu mir gesagt, Junge, kauf dir einen Überlebensanzug. Mhm. Sagte, guck dir die alten, erfahrenen Angler hier an, wenn die rausfahren, die haben immer einen Überlebensanzug an. Das sind so gute Overalls, die sind also wasserdicht und die sind automatisch gleich mit einem Blinklicht versehen und mit so einem Warn und ist auch ein Pieper drin. Ein was? So ein Pieper. Pieper, achso. Ja, so ein Signal, das ein Signal abgibt. Ne? Ist da auch so eine, mit Luft, dass man oben schwimmt? Genau, dass man nicht untergehen kann. Ja, genau. Und das Ding, das hatte ich den Abend das erste Mal an. Ach. Das hat meine Frau mir geschenkt. Ja. Nicht? Und weil die auch immer ein bisschen unruhig war und das mitgekriegt hatte und sagte, kauf dir so einen Anzug. Und ich habe es dann nie gemacht und hat sie irgendwann gesagt, so, jetzt fahre ich hin und ich hole dir einen. So, das hätte ich auch gar keine Chance gehabt zu überleben. Nicht? Jetzt lagst du im Wasser. Jetzt lag ich im Wasser. Das Boot war umgekippt oder schwamm das normal? Das Boot war umgekippt. Das Boot war umgekippt. Und dann habe ich erstmal versucht, überhaupt ruhig zu bleiben. Das ist also gar nicht so einfach. Ja. Wenn man also nachts noch einmal, das ist pickedüster. Ja, klar. War das Wetter denn irgendwie unruhig oder war es ruhig, als du rausgefahren bist? Nee, also auf der Ostsee ist es so, da kann man das Wetter überhaupt nicht einschätzen. Also es ist zum Teil ruhig. Man sagt immer, die ist ziemlich kappelig. Das ist so ein Ausdruck, den die Einheimischen hier verbringen. Was sagen die? Die sagen, das ist ziemlich kappelig auch. Kappelig, ja. Weil die Ostsee im Grunde genommen ziemlich flach ist, wo wir angeln vielleicht so 30 Meter Tiefe nur hat. Und dadurch gibt es so kurze Wellenstöße. Da braucht gar nicht viel Wind sein. Es ist immer ein bisschen Bewegung da. Ne? Nun ist es so, ja, gibt es... Ich,
Ja? Gibt es denn jetzt eine Idee, was da nun passiert ist? Es hat geknallt, du hast das Gefühl, du bist hochgezogen worden und lagst hinterher im Wasser. Was war passiert? Was vermutest du? Also ich hab erstmal gar nichts vermutet, ich habe erstmal nur Schiss gehabt, dass ich überhaupt lebend da rauskomme. Nicht? Und es ist dann durch Zufall, hat mich ein Mitangler, der also auch draußen war mit dem Boot, der hat mein Signal gesehen, das Blinklicht. Ja. Nicht? Und der hat mich dann rausgezogen. Also da bin ich im Grunde genommen ziemlich glimpflich da von der ganzen Sache davongekommen. Nun ist es so, ich habe mich dann mal mit Einheimischen unterhalten, die also richtig mit den Fahrensleuten, die also richtig weit rausfahren, die das beruflich machen. Mhm. Und die haben dann zu mir gesagt, das kann ein aus dem Nichts entstandener Wirbelsturm gewesen sein. Und der andere Angler, der dich gerettet hat, der hat das nicht mitbekommen? Der hat das nicht mitbekommen. Da komme ich nämlich auch gleich drauf zurück. Ja. Weil ich sage, das wäre ja ein Phänomen, was normalerweise nur nicht nur, ich sag mal, 10 Meter breit ist. Genau. Sondern das umfasst ja so einen ganzen Bezirk. Ja. Aber ich wollte nur erstmal darauf kommen, was mir also so die Kollegen gesagt haben, dann also die Profis, es ab und zu kommt dann mal die Nachricht, dass ein Fischkutter verschwindet. Haben wir ja jetzt auch gehabt, nicht vom halben Jahr. Das ist also ein erfahrener Seemann, der fährt raus und der kommt nicht wieder und keiner weiß, wo der geblieben ist. Auf der Ostsee, auf der kleinen Ostsee. Auf der Ostsee ist also die Ostsee ist also ein ganz gefährliches Gewässer. Also ein ganzer Fischkutter, ich hab das nicht mitbekommen hier unten in Nordrhein-Westfalen. Ein ganzer Fischkutter ist verschwunden jetzt vor ja, nicht? Und man hat auch nicht irgendwas gefunden? Nein, man hat nichts gefunden, von denen man, also die sind spurlos verschwunden. Nicht? Das ist ja gruselig. Ja, und da hat man gesagt, da könnte man zum Beispiel, nimmt man auch an, dass das so solche Phänomene sind, nicht? Was natürlich noch ist und was ich also auch... Stopp, was für Phänomene? Ja, dass du aus dem Nichts Wirbelstürme. Ach so, und dass dadurch dann sowas entsteht. Nee. Aber das heißt aber, das ist doch dann wirklich hochgefährlich und man sollte als Angler da nicht groß rausfahren nachts. Ja, gut, ich meine, ich fahre nun seit 4 Jahren da raus. Mir ist das einmal passiert. Ich kenne Leute, die fahren seit 20 Jahren raus, denen ist es noch nie passiert. Nicht. Also das ist nicht so, dass das jeden dritten Tag passiert. Was ist denn eigentlich so interessant oder schön daran, in der Nacht rauszufahren zum Angeln? Kann man da besser angeln? Ja, es ist so, wenn man so oft, es ist wesentlich mehr zu fangen und die Kollegen fahren alle nachts raus. So. Nicht? Also ich kenne es gar nicht anders. Ich habe mich hier so ein bisschen schlau gemacht, habe sonst immer nur ein bisschen in der Weser geangelt und da hat man zu mir gesagt, wenn du hier was fangen willst, späten Abend oder Nacht. Ach so. Ich stelle es mir ja auch toll vor, wenn man da so in tiefer Nacht weit auf dem Meer draußen ist, dass es auch ein tolles Gefühl ist. Nun ist die zweite Version noch, die ich also auch so ein bisschen habe. Und zwar ganz einfach hat mir ein Kollege gesagt, pass mal auf, du kannst auch Pech gehabt haben, dass dich ein U-Boot gerammt hat. Denn die Kappe hier oben, ja, wie verrückt drum. Nicht? Also man kann hier so böse Zungen sagen, ja. Wenn du von Flensburg aus nach Dänemark gehen willst, fahr nicht die Umgehung mit den Straßen umzu, sondern geh nachts über die Ostsee. Du brauchst Bus treten, irgendwann triffst du ein U-Boot, sodass die quasi nach Dänemark rübergehen kann. Sind die denn so, dass die so ein kleines Fischerbötchen berühren könnten? Oder sind die nicht tiefer in dem Wasser? Nein, also ich habe beruflich früher was mit U-Booten zu tun gehabt. Also ich habe in Bremen gearbeitet, in einer Firma, die für die U-Boote so die Elektronik braucht und so weiter. Und es ist also hier so, erstmal fahren hier eine Vielzahl rum. Die Dänen sind alle da, hier ist Eckernförde um die Ecke. Mhm. Die fahren hier also in der Auf und Ab und üben da, also wer weiß, was die da alles machen. Mhm. Und die haben, weiß nicht, die Ostsee, die mittlere Tiefe ist hier, glaube ich, 30 Meter, vielleicht 50 Meter. Das ist nicht und, viel, ne? Wenn die einen also mal so anpicken, merkt man, das merken die gar nicht. Und man kann es denen ja gar nicht zum Vorwurf machen, weil die dich ja gar nicht, oder können die dich elektronisch wahrnehmen? Nein, das ist ein Holzboot und ich glaube nicht. Ja. Also, das würde den Knall auch erklären, ne? Diesen. Ja. Aber dann hättest du dann hättest du es auch spüren müssen am Boot, diesen Aufprall. Ja, es ist so, dass wenn es dunkel ist, ist die Orientierung ganz anders bei Menschen, habe ich festgestellt. Also dann, man fühlt auch anders irgendwie. Was natürlich auch, was wir jetzt gehabt haben, wir haben jetzt hier einen Wal gehabt in der Förde. Nicht? So ein 11 Meter oder 9 Meter Wal. Ist das wahr? Groß der war. Ja. Und der ist hier auf und ab getigert und hat den also auch, ich sag mal, so die Leute mit den kleinen Booten auch belästigt. Die sind ja neugierig. Vielleicht war es bei dir ja auch ein Wal.
mit der Schwanzflosse. Genau, ja. Ja, gut, okay. Ich meine, aber Gott sei Dank, ich bin noch ein Leben davon gekommen. Ja, aber wirklich. Also, wenn das 14 Tage vorher passiert wäre, ohne Rettungsanzug. Also wirklich. Hätte ich also keine Chance gehabt. Ja, in der Tat. Der Kollege hat dich dann gerettet und das Boot ist auch noch geborgen. Ja, das ist so ein Holzboot, das geht ja nicht unter. Das konnte man wegziehen. Das haben wir dann aufgerichtet. Er ist auch mit reingesprungen. Mit zwei Mann haben wir das aufgestellt und dann. In welchem Monat war das? Das ist gewesen letztes Jahr, so im Spätherbst. Im Spätherbst. Mhm. Nicht? Also das war schon ziemlich kalt. Nicht? Letztes Jahr war der Winter ja anders wie dieser. Ja, wir hatten letztes Jahr um diese Zeit, hatten wir also selbst hier oben, was außergewöhnlich ist, richtig dick Eis auf der See. Ja, ja. Gehst du denn oder fährst du trotz dieser mysteriösen Ereignisse wieder nachts raus? Ja, ja, ich fahre nachts. Ja, ja. Also da habe ich keine Bedenken. Ne? Ich meine, hast du ja deinen Anzug? Der Anzug ist ja wirklich eine sehr pfiffige Sache, glaube ich. Ne? Eine sehr, sehr sinnvolle Sache auch, der dir das Leben wahrscheinlich gerettet hat. Ne? Ja, den habe ich natürlich an. Das ist eine Ehrensache. Nicht? Ja. Ist das nicht unangenehm, so ein Ding immer anzuhaben, wenn man angelt? Nein, es ist so, die Dinger sind also sehr, da gibt es auch verschiedene Variationen, nicht, in der Stärke, nicht, ob es richtig kalt ist. Dieses ist abgeleitet, weil ich bin auch oft in Dänemark oben. Ne? Ja. Ich bin auch Norwegen und so weiter. Ja. Und da wollte ich auch noch was zu sagen zu den Kollegen, der da angerufen hat mit diesen in Hamm oder wo er die Leuchtfeuer gesehen hat, nicht? Also am Himmel. Ja. Das ist also normalerweise nicht möglich, nicht? Dass in den Breitengraden sowas am Himmel gesehen wird. Und wo er dann davon gesprochen hat, dass der Himmel grün war. Mhm. Da stellt sich eher die Frage, ich kenne die Ecke da jetzt nicht so, ob da Kraftwerke sind. Das wäre natürlich eine unromantische Erklärung. Aber mit den Nordlichtern, dass die hier ab und zu schon mal auftauchen, das habe ich aber auch gelesen in der Zeitung und habe mich jedes Mal geärgert, dass ich die nicht gesehen habe. Das scheint es wohl unter bestimmten Voraussetzungen doch auch hier in unseren Breiten zu geben. Aber ich hab mich mit einem Professor deswegen heute Abend nochmal unterhalten. Mhm. Der sich da so sehr gut mit auskennt. Und er sagt zu mir, es kann natürlich auch so eine Beruhigung gewesen sein. Es ist so, dass wenn die radioaktive Substanz in der Luft, wenn viele Kernkraftwerke da sind. Wollen wir gar nicht so vorstellen, was da alles in der Luft ist und dann leuchtet. Dann sieht es nämlich grün aus. Lieber Ralf, ich danke dir für deine Geschichte und bin sehr froh, dass du da heil rausgekommen bist. Und weiterhin alles Gute beim Angeln in der Nacht auf der Nordsee. Okay, auf der Ostsee. Auf der Ostsee. Okay, tschüss. Tschüss. Martin ist hier. Martin ist 26. Guten Morgen, Martin. Hallo, Domian. Jo, unser Thema Wetter, Wettergeschichten. Ja, von der Ostsee zur Nordsee. Gut, gebongt. Mach ich mit. Ja. Erzähl. Ich glaube, ich war 13. Ja. Alter, weiß ich nicht mehr genau. Wir sind jedes Jahr mit meinen Eltern an die Nordsee gefahren, auf die Insel Norderney. Mhm. Und ich wollte immer so ein Wellenbrett haben. Das ist eigentlich nur so ein Styropor mit einem Überzug dran und einer Leine dran, dass das nicht wegschwimmt. Mhm. Und hat damals 40 oder so Mark gekostet, 45 Mark. Mhm. Und das war meinen Eltern natürlich eindeutig zu teuer, 80 Mark Taschengeld oder was ich dabei hatte. Mhm. Ich bin irgendwann nachmittags los und habe das Ding einfach gekauft. Mhm. Und den Nachmittag, gab natürlich riesen Ärger. Den Nachmittag sind wir dann an den Strand dran, aber wenn ich schon gekauft habe, dann darf ich es natürlich auch benutzen. Mhm. Also bin ich ins Wasser gegangen und habe da rumgeplätschert. Und dann hat ein Boot in Strandnähe angelegt. Also so ein motorbetriebenes Boot, meine ich war es. Und es waren mehrere Jugendliche drauf und ein älterer Herr. Mhm. Und die sind schwimmen gegangen. Mhm. Und ein Junge hatte sich ein bisschen weiter vom Boot entfernt. Mhm. Ich war vielleicht so 15, 20 Meter vom Strand weg. Mhm. Also hätte schon nicht mehr stehen können, sag ich mal. Und auf einmal merke ich, dass der Junge zum Boot wieder zurück will. Die anderen haben sich langsam am Boot wieder eingefunden gehabt und sind noch da wieder eingestiegen. Und er kraulte und kraulte und kraulte und blieb auf der Stelle stehen. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, brauchst du Hilfe? Nee, geh, ich schaff das schon. Mhm. Und dann haben die vom Boot gerufen, komm her und her. Und da hat er gebrüllt, ja, ich schaff das nicht. Mhm. Und ich war vielleicht noch 10 Meter oder 15 Meter von dem entfernt. Ich frage wieder, ja, okay, jetzt komm her. Mhm. Und dann bin ich da hingepaddelt, habe mich da aufs Brett gelegt, bin hingepaddelt. Und wo ich hinkomme, da war der schon, ja, also war noch nicht unter Wasser, aber hat echt Probleme gehabt, sich über Wasser zu halten. Ne? Wie kam das? War da ein Strudel oder ein
Nee, es war Ebbe. Also völlig unspektakulär mit irgendwelchen Geräuschen oder gar nichts. Das Wasser ist einfach abgeflossen. Ja. Und die Strömung an der Stelle war so stark, dass der mit so schnell wie er schwimmen konnte, wenn er dagegen angeschwommen ist, dass er quasi sich 0 Meter bewegt hat nach vorne. Und das Boot gar nicht mehr erreichen konnte. Ach so. Aber wenn Ebbe ist, dann wurde das Wasser immer weniger und das wäre nicht mehr gefährlich gewesen für den Jungen. Oder? Verstehe ich es jetzt falsch? Ja, also ich vermute mal, dass das so 5-6 Meter unter ihm waren. Ach so. Und wenn das Wasser abfließt, dann ist das vom Strand weggeflossen. Und das hat ihn dann quasi mitgenommen und mich dann auch, wo ich dann hingeschwommen bin. Ja. Ich habe ihm dann das Brett runtergeschoben, habe ihn aufs Brett draufgelegt. Ja. Der Junge war nur am Keuchen, war natürlich völlig überbelastet. Und ich habe mich daneben so am Wasser gehalten. Und dann gucke ich hin, wo ich den Jungen gerade drauf hatte, ist der Opa, der das Boot die ganze Zeit hat versucht, so zu uns her zu manövrieren, was irgendwie misslungen ist, warum auch immer, ob der festgesessen hat oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht. Habe ich das erste Mal, also ist er dann zu uns hingekommen. Und wo der dann da war, war er auch völlig außer Puste. Ja. Und da habe ich mich dann umgedreht und mal wieder, um mal zum Land zu gucken, ob uns jetzt vielleicht irgendwer helfen könnte. Ja. Und die Strandkörbe waren höchstens noch stecknadelkopf groß. So. Also das heißt, wir waren bestimmt da schon 250, 300 Meter vom Strand weg. Ist sie, was ist dann geworden aus der Sache? Ich bin bei denen geblieben. Ich habe den beiden das Brett quasi gegeben, habe die ganze Zeit nebenbei gepaddelt, bis mir dann irgendwann bewusst geworden, dass es total kalt ist. Ja. Und das Einzige, wo ich mich heute noch daran erinnern kann, ist, dass mich irgendwann einer in so ein kleines DLRG-Boot gepackt hat. Da kam dann irgendwann ein Griff und da haben mich zwei Mann rausgezogen. Das heißt, es ist jemand aufmerksam geworden auf die Notsituation es kam Hilfe herbei. Genau. Aber Fakt ist definitiv, wäre ich da nicht da gewesen, dem Jungen wäre keine Hilfe geboten worden. Und der Mann, der sich ja dann letztendlich da auch geopfert hat, wenn die sich nicht hätten irgendwo festhalten können und entspannen können, wären die untergegangen, definitiv. Das sind so Sachen, die einem schon, man denkt immer so, naja, Norderney oder unsere Nordseeinseln, da ist alles so erschlossen und also bewacht und so. Aber es kann natürlich da auch passieren. Und die Natur ist natürlich auch da. Nicht immer vorhersehbar. Genau. Deswegen sage ich ja, völlig unspektakulär. Und man assoziiert ja immer mit Tod oder mit Todesgefahr ja immer irgendeine Lautstärke oder einen Krach, der einen irgendwie darauf hinführt. Aber absolut leise. Die Möwen kreisen über dir, als wäre nichts. Ne? Alles Idylle, ne? Ja. Und ja. Aber dann hat sich der illegale Kauf deines Brettes hat sich dann aber sehr gelohnt, was? Ja. Mann. Das ist so, ich weiß nicht, das, ich bin irgendwann, das, wie gesagt, die Geschichte ist jetzt fast 13, 14 Jahre her. Ich bin irgendwann nach der Zeit mal drauf gekommen, dass es in meinem Leben einfach solche Handlungen gegeben hat und auch immer, jetzt auch im Moment immer wieder gibt, wo ich intuitiv einfach handle, obwohl es mir für den Moment vielleicht total schwachsinnig erscheint. Also eine gute Sache war das auf jeden Fall. Und die Eltern werden... Ich habe so ein inneres Bedürfnis, das jetzt irgendwie, das muss ich jetzt kaufen, das macht Sinn. Ja. Oder ich muss das jetzt machen oder gar nicht mit Geld ausgeben oder so. Und dann kommt das einfach so. Und wo ich mich an die Situation erinnert habe, sage ich irgendwo, da passt das auch wieder. Und nachher ist was Gutes draus geworden. Na prima. Martin, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Ja. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Und hier habe ich noch den Karl. Und Karl ist 53. Hallo Karl. Ja, hier ist Karl. Hallo Karl. Es gibt doch immer die Diskussionen, ob es einen Kugelblitz gibt oder nicht. Ne? Ja. Aber ich habe ihn gesehen. Du hast ihn gesehen? Und zwar, ich habe vor 10 Jahren, war ich auf dem Plateau Ladis in Österreich. Das ist so ein Gebirgsplateau. Und gegenüber, also auf der anderen Seite vom Inn, ist ein Gebirgsmassiv und da hat es ein Gewitter gegeben. Da ist ein Blitz eingeschlagen und der hat sich als Kugelblitz am Gebirge entlang gerollt. Das hast du gesehen? Das habe ich gesehen und der war bestimmt von der Entfernung so geschätzt so 2-3 Meter im Durchmesser. Ne? Also groß, so riesig. Dann hat er sich so 4-5 Sekunden lang entlang gerollt und ist dann mit einem Riesenknall explodiert. Ne? Also es gibt einen Kugelblitz. Ne? Also ich habe ihn live gesehen. Ne? Wenn du das so gesehen hast, ist das sicher auch ein sehr beeindruckender Moment gewesen. Ne? Ja, auf jeden Fall. So eine Naturgewalt dann vor Augen zu haben. Ja. Ich wollte es meiner Frau zeigen, aber bis die sich rumgedreht hat, war schon wieder weg. Ne? Ja, es gibt ja auch so Geschichten, dass die Kugelblitze irgendwie durch die Wohnung rollen, ne? Und dann wieder raus. Das hört man öfters, aber
aber es wird halt immer dran gezweifelt, ne? Ob ja. Es gibt oder nicht gibt. Ich bin nicht so auf dem ganz aktuellen wissenschaftlichen Stand, was die Kugelblitze anbelangt, aber ich glaube es dir sehr gerne, wenn du das so gesehen hast. Ja, das ist so wahr. Ne? Diese Energie, die da frei wird, ne? Ja. Lieber Karl, die Sendung ist vorbei, aber du hast es noch erzählt. Das freut mich sehr. Ja. Alles Gute, danke schön. Ja, danke, wiederhören. Tschüss. In der Technik, heute Nacht war der Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Festival mit einer freien Themennacht. Ihr könnt uns ab 0 Uhr erreichen und natürlich rund um die Uhr könnt ihr mailen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Eine schöne